Ich fühle mich hier gerade verarscht. Okay, das ergibt Sinn. So. Was hat man denn jetzt eigentlich erforscht? Verdammte Scheiße. Oh, hier irgendwas, ne? Wohnprojektor, Raketenwerfer. Ah, hier, Raketenwerfer. Feuer, Ne, also den Singularitätsdings lassen wir. Carnifex lassen wir auch. Zisionsgewehr lassen wir auch. Warte mal, wo kann ich denn jetzt dann hier Verbesserungen einfügen? Commander, kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Irgendwelche Ideen, wie wir uns auf die Kollektion sollen? Dieses Schiff ist ein Nachbau der ursprünglichen Normandy. Aber eins ist klar, die Kollektoren schneiden dadurch wie Butter. Die Panzerung ist einfach nicht mehr Stand der Technik. Ohne Upgrade wird es Tote geben. Die Allianz hatte ein paar neue Spielzeuge in der Entwicklung, bevor ich von dort weg bin. Ich könnte versuchen, ein paar Gefallen einzulösen. Oh. Was? Bin ich jetzt hier wieder? Fick dich. Da. Aha. Forschen. Bauen wir die ab. Kannst das Schiff auch noch verbessern? Ja, fuck off. Kann ich irgendwie behilflich sein? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Irgendwelche Ideen, wie wir uns auf die Kollektoren vorbereiten sollen? Wir haben die beste Panzerung, die es gibt. Der Rest liegt außerhalb meiner Expertise, Commander. Okay. Machen wir erstmal auf Wiedersehen, dann machen wir eine kleine Pause, meine Lieben. So, schwere Schiffspanzerung ist gerade fertig geworden. Sehr schön. Wir machen eine kleine Pause und machen dann gleich weiter nach der Pause. Ich müsste nämlich mal auf die Toilette und sowas. Und ich sag mal bis gleich. Zu den schönsten Zielen weltweit. Fliegen Sie ab.
Falsch. Aber auf jeden Fall ein paar nette Sachen dazu gebastelt. Das muss man mal sagen. Da muss ich ihres Teams mal überprüfen. Lass mal gucken. Info. Fähigkeit Verbrennung. Loyalität ist normal. Auch. Auch. Ungelesene Nachrichten haben wir 3. Aha. Okay. Okay. Ach, das war der Junge, dem wir die Waffe zerdeppert haben, damit der da nicht hingeht. Krankenstation Upgrade. Okay. Quatsch. Oh, da aber definitiv zu wenig Platin für. Das Krankenstation Upgrade. Ach je. Alles klar. Wieso sind wir eigentlich wieder unterwegs? Ärm. Commander, gehe ich recht in der Annahme, dass hier oben alles reibungslos läuft? Ich will die Gelegenheit aus der Normandie alles rauszuholen. Ich muss nur die Antriebsleistung justieren, dann wird es so sein, als hätten wir sie nie verloren. Die Sicherheitsvorgaben raten von Manipulationen am Antrieb ab, während die Maschinen Energie führen und in Gebrauch sind, Mr. Moreau. Commander, können wir das Ding nicht abschalten? Ich kann es in meinem Arbeitsalltag wirklich nicht brauchen. Wenn Sie es nicht hören wollen, drehen Sie den verdammten Ton ab. Das ändert gar nichts. Es beobachtet dann immer noch, wie diese unheimlichen Kinder im EDV-Unterricht fortwährend anstarren. Du würdest ihnen am liebsten eine reinhauen, aber sie sind anders und zünden dann irgendwas an oder so. Okay, das ging jetzt etwas zu weit, aber Sie wissen, was ich meine. Es ist Ihr Problem, nicht meins. Danke vielmals. Ich werde es mir merken. So, ich bin auch raus für heute todmüde. Kreativ ist auch heute alles bis morgen. Trini, wünsche euch allen eine angenehme Nacht. Alles klar, Leila, ich wünsche dir eine gute Nacht. Bis morgen. Schlaf schön. Also, wie stehen wir schön, dass du da warst. Nun, die Normandie ist lange nicht oder so bis heute Abend, besser gesagt. Wir könnten noch ein paar Upgrades brauchen. Und was die Crew angeht, da müssen sie jemanden fragen, der besser mit Leuten kann als ich. Was halten Sie von den Leuten, die wir rekrutieren? Naja, also die, mit denen Sie zuletzt weg waren. Ich würde niemals etwas gegen Miranda sagen und erwarten, die Antwort zu überleben. Jacob ist für einen, der so viele Methoden kennt, jemanden umzubringen, eigentlich viel zu nett. Ist natürlich nur meine Meinung und die muss nicht überall verbreitet werden. Denken Sie manchmal an die alte Normandie und den Ärger, den wir uns aufgehalst haben? Ja, heute nennen wir das die gute alte Zeit. Aber ganz ehrlich, damals war es die Hölle. Geth, Saren, Sovereign. Und dann wurden wir fallen gelassen. Sicher, rosig ist die Lage jetzt nicht, aber damals war es auch nicht wirklich Friede, Freude, Eierkuchen. Was ist aus dem Rest der alten Crew geworden? Ich habe gehört, die meisten hätten überlebt. Die meisten schon. Doch klar, natürlich, danke dafür. Die Wege der anderen haben sich irgendwie. Hast deine Zeit hier verbracht? Das freut mich. Die hatte vermutlich ohnehin was gegen alle Nichtmenschen in ihrer Crew. Wir waren ihr Teamcommander. Nach der Zerstörung der Normandie und ohne sie hat uns nicht mehr viel zusammengehalten.
Das wär's im Moment. Bis dann, Commander. Ach, wir haben hier Zeit verloren, ja klar. Beim zweitklassigen Streamer nur dem. Mordens Psychoprofil enthielt bereits eine Warnung für Hyperaktivität, aber der ist ja wie ein Hamster mit Koffeinschock. Er wird ein überaus produktives Teammitglied sein. Wie auch immer, wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Im Moment nicht. Noch etwas, Commander? Haben Sie mal einen Moment Zeit? Für Sie habe ich immer Zeit, Commander.